Ja, hallo, hier ist Frank. Ich wollte euch mal die Fortschritte meiner Yamaha zeigen. Inzwischen sind die Kunststoffteile da und ich habe schon mal alles provisorisch zusammengeheftet. Man kann inzwischen wieder erkennen, was es mal wird. Ein bisschen Arbeit ist allerdings noch zu leisten, besonders der Motor. Ich mache jetzt gerade aus zwei einen und die besten Teile habe ich schon zusammen. Hier ist zum Beispiel 63 Kubik Kit. Da unten ist der originale 50 Kubik. Ja, das ist der DT-Motor. Witzigerweise hat er nur vier Gänge, das habe ich echt nicht gewusst. Der lässt sich jetzt auch wieder schalten. Also, wenn ich ihn zusammengebaut habe, hoffe ich, er lässt sich wieder schalten. Und hier ist der RD-Motor. Bei dem war ja das Problem, dass die Kurbelwellenlager völlig im Arsch waren. Ich habe jetzt neue Lager drauf gemacht. Und da ich die DT-Kurbelwelle auch zur Hand habe, mache ich das auch gleich. Ja, ansonsten etwas zu puzzeln. Wie ich den Motor zusammenbaue, darauf gehe ich dann nochmal näher ein. Ciao.